Medizin haben wir. Haben wir auch. Warme Sachen, warme Stiefel. Ja, für jeden, glaube ich. Ups, ich sehe da hinten nichts. Ach du Scheiße, wir haben was Wichtiges vergessen. Die Killer vergessen. Oh je. Oh je. Da stehen sie ganz wütend. Komm, spring rein. Hallo, geht's noch? Entschuldigung, wir haben euch vergessen. Oh je, sorry. So, wir sind eben losgefahren. Regen wie immer in Weinheim. Hoffentlich erwartet uns Schnee. Gell? Die Frau ist beschäftigt mit Lenkrad. Ja. Wir sind da. Wir müssen nur umparken. Hier oben ist das Zimmer. Das ist ein tolles Restaurant. Oh. Eieiei. Ei, ei. Gehen wir mal rein. So. So. Da geht's rein. Schön. Schön geräumig. Wunderbar. Kannst du Licht einschalten? Wir haben eine Toilette. Gott sei Dank haben wir auch eine Toilette. So. Sieht sie aus? Okay, etwas altmodisch, aber sieht sauber aus. Und es stinkt nicht. Es riecht wunderbar. Super. Sieht schön aus. Mit einem tollen Ausblick. Oh, oh mein Gott. Kann man auch Leute Schnee schmeißen. Und jetzt? Einkaufslädle gibt es hier auch, ganz nah. So, jetzt essen wir mal im Schwarzwald. Was habt ihr Männer bestellt? Fanta. Zum Essen? Argentinisches Rindsteak. Und du? Rumsteak. Ui, und wir essen hier Pommes und Salat, gell, mal die Weiber. Ja. Ein Salat ist da, lecker. Mit Schinken, Käse und Ei. Dieses Steaks sind da. Und in meinem Salat sind zusätzlich noch Champignons, die waren da unten versteckt. Zucchini auch noch. Mm. So, ausgeschlafen, jetzt geht es zum Frühstück. Schau mal, was für ein schöner Ausblick. Wunderschön. Hier ist so eine Sitzecke. Das ist unser Tisch. So, alle fit und ausgeschlafen. Löffel ist am Tisch. Müsli. Nur mit Handschuhen. Ist gut. Lecker. In der Skischule Thomas haben wir für heute Unterricht gebucht. Da fahren wir jetzt hin. So schön heute draußen. Oh, die Sonne blendet. Oh. Ich sehe nichts. Eine Riesenkatastrophe ist passiert. Ich habe ja die Schule gebucht, es sollte fußläufig erreichbar sein. Dabei war das eine Zweigstelle, haben wir heute Morgen festgestellt, wo jetzt nicht die Schule selbst ist, sondern nur die Skipiste praktisch ohne der Schule. Da mussten wir jetzt doch ein Stückchen fahren mit dem Auto.
Und das Problem ist, Parkplätze, unmöglichen Parkplatz zu finden. Jetzt habe ich die Familie dann der Schule aus abgeladen und bin dann weitergefahren auf der Suche nach einem Parkplatz. Bestimmt 10 Minuten gefahren, habe da jetzt irgendwo geparkt. Und nun warte ich auf den Bus, weil zu Fuß erreicht man das ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht, ob ich trampen soll. Der Bus dauert jetzt noch 10 Minuten, bis er kommt. Also wenn ich trampe, wäre es vielleicht schneller, aber es ist auch gefährlicher. Gut, der Stand der Dinge. So, hier ist der Sammelplatz für die Skischule. Da ist der Lehrer. Da wird Eis gegessen. Und das ist so voll, Leute. Also wirklich, ich empfehle vom ganzen Herzen, möglichst unter der Woche zu kommen. Hier ist die Hölle los. Bei dem Verleih, das war echt Anmeldung. Das war so voll, unglaublich. So, jetzt sind wir gespannt. Die Kinder haben einen Kinderkurs, Ski-Kinderkurs, und wir haben einen Erwachsenenkurs da drüben. Also es ist wirklich nicht einfach. Das lerne ich hier jetzt von Grund auf. Und die meiste Zeit liege ich am Boden. ja, und wir sind vielleicht 7 Leute. Mittlerweile haben 2 aufgegeben, weil es wirklich nicht einfach ist. Aber es macht Spaß. Die Mariella, die hat es einfach drauf. Super! Super! Wow! Toll, Lionel! Super! Ganz wie oft bist du gefallen heute? Komm, probier's. Einfach geil hier. So, die Schule ist fertig, Kindern hat gefallen. Jetzt morgen geht's weiter. Jetzt warten wir hier alle auf den Bus. Der soll uns zu unserem Auto bringen. Einmal in der Stunde fährt der Bus. Muss man aufpassen. Nach dem langen Tag mit dem Skifahren sind wir richtig kaputt. Und wir haben Pizzas und die Männer wollten Steaks heute. Was ist das? Salz. Was los? Meine Beine tun weh. Meine Beine tun weh. Bin ich gespannt, wie es morgen wird. Mariella, tun deine Beine weh? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Mariella will unbedingt morgen weiter Skifahren. Ja. Und ich und Lionel, wir wollen das nicht mehr. Uns hat es gereicht, gell? Nachtisch gibt es auch noch. Schokolade, Eisschokolade heißt es, gell? Eisschokolade. Und? Creme Brûlée. Mm. Fotos machen, schnell. Ja, damit das hält dann am Rand, weißt du? Musst du nicht ganz tief runter machen, genau. Ja, oder so. Andersrum eigentlich. Wenn du es drin hast. Oh. So. Das war echt ein Frühstück. Der ist ja lecker. Danke. Kaffee. Aber die Kinder haben heute abgeräumt schon. Die kriegen heute Shakes. Spiegeleier.
Rührei, Rührei. Und die Tochter hat zu Hause schon Pizza gegessen von gestern. Also es führt kein Weg dran vorbei. Nur in Feldberg selbst, da wo wir gestern schon so ewig gewartet haben mit dem Parken. Da kann man Ausrüstung ausleihen am Sonntag und ja, die sind jetzt vorgelaufen. Und wir warten auf den Parkplatz mit dem Sohnemann, der will auch nicht fahren. Au, au, au. Fischer. Also um diese Skilifts zu benutzen, muss man online Tickets dafür kaufen. Und ich glaube, ich habe das jetzt eine halbe Stunde probiert, bin richtig grau geworden. Es ist nicht einfach. Und zum Schluss hat man mir dann doch geholfen, jemand anderes, dann ging das. Also es gibt halt diese Teller-Lifts und hinten so Boxen, wo man sich reinsetzen fährt. Hallo! Super! War schön? Wo ist der Papa? Ist der jetzt hinter dir oder vor dir? Wo ist der? Weil ich habe gedacht, das ist der Papa. Guck mal, ich dachte, das sei unser Papa, hat den falschen Mann gefilmt. Wo ist der? Ist das das hier mit der weißen Brille? Aha. Das ist unser Papa. Schön! Hallo! Cool, ich bin richtig schnell gefahren. Oh mein Gott, das ist so gut. Gestern war Anfängerin, heute ist wie die Profis. Germknödel mit Vanillesoße und hier zweimal Eistee haben wir geholt, 15 Euro. Das direkt an der Skipiste hier vorne. So, das war's mit Skifahren. Heute ist Sonntag, der zweite Tag, hat richtig Spaß gemacht. Haben wir alles ausprobiert. Und? Wie war es bei euch? Ja, sehr schön. Wir haben am zweiten Tag, ich und der Sohnemann haben gesagt, nee, machen wir nicht mit. Wir chillen heute und ja, der Papa und die Tochter wollten unbedingt nochmal Skifahren. Also das sind viele Sachen, die wir jetzt gelernt haben. Man muss alles online buchen im Voraus. Ne? Das wird sonst schwierig vor Ort Ausrüstung zu bekommen und auch Ticket für die diese Bahnen, ne, die muss man auch online buchen. Skipass, genau. Parkplätze sind weit weg, aber jetzt weiß man, wie man dahin kommt und ja. Aber schön war es. Jetzt geht's nach Hause. 2,5 Stunden und da ist kein Schnee mehr dann da. Kein Schnee. Jetzt haben wir, 2 Grad. Daheim sind es so um die 10, 12 Grad. Ab in die Wärme. Und wer freut sich am meisten, dass wir zu Hause sind? Da, da. Hallo, hat euch die Oma gebracht? Ja, wir sind da, alles gut. Oi, oi, oi. Mit den schweren Taschen. Hallo. Ja. Schimpft ihr? Schimpft ihr? Du warst bei der Oma.